Hallo, hier bin ich wieder zurück mit Fahrenheit. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Was heißt ja, stehen geblieben bei den Ermittlungen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt schon gemacht habe mit Tyler Tyler kurz. arbeitet seit fast einem Jahr mit mir. Er gehörte zu den Banden in der Bronx, bis er beschloss, Polizist zu werden. Er kann zwar unberechenbar sein, aber er ist ein prima Kerl. Jo, das stimmt. Ja, viel mehr können wir jetzt nicht mit ihm quatschen. Wir reden erstmal mit der Bedienung, was die alles so gesehen hat. Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Könnten Sie mir etwas über den Gast sagen, der kurz vor Entdeckung der Leiche wegging? Es war ein ganz normaler Mann. Ehrlich gesagt beachtete ich ihn nicht weiter. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. Hätte noch jemand reinkommen können? Nein, wohl kaum. Die Vordertür ist der einzige Eingang. Wäre noch jemand reingekommen, hätte ich ihn sehen müssen. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum. Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintraf. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ob ihm jemand nach dem Leben trachten würde? John war ein ganz gewöhnlicher, netter Kerl. Ich wüsste nicht, warum ihn jemand Böses wollen würde. Haben Sie etwas gehört, während John auf der Toilette war? Irgendwelche Kampfgeräusche oder Schreie? Nein, ich habe nichts bemerkt. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein und muss sich dann rausgeschlichen haben, denn ich sah ihn noch nicht mal weggehen. Was geschah dann? Martin ging zum Toilettenraum und fand dann dort John. War Ihnen am Verhalten des Verdächtigen vielleicht irgendetwas aufgefallen, bevor er zur Toilette ging? Nein, warten Sie, doch. Jetzt fällt's mir ein. Ich hatte ihn nach einer Weile gefragt, ob er noch was möchte. Er antwortete nicht, sondern starrte nur ganz komisch vor sich hin. Also ließ ich's. Ich dachte mir, der ist vielleicht nicht ganz klar. Mein Gott, hätte ich gewusst. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar, ich werde alles tun, was sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Das stimmt, in den USA gibt es ja noch die Todesstrafe, soweit ich weiß. Die Todesspritze. Wenn man bedenkt, was es früher alles für Hinrichtungsarten gab. Gute Nacht. Grausam. Das Schlimmste, was ich mir vorstelle, ist Verbrennung auf dem Scheiterhaufen, wenn du lebendig verbrannt wirst.
Moment. Oh, ich trinke gerade selbstgemachten Latte Macchiato. Und das ist nicht irgendwelches Pulver, sondern... Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Moment. Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Okay, lasst mal sehen. Ja, und zwar habe ich von meinen Eltern eine Nescafé Dolce Gusto Kaffeemaschine geschenkt bekommen. Und die ist ja wirklich sowas von genial. Also der Latte Macchiato, du machst ihn auch wirklich so, wie du den im Café bekommst. Also diese Schichten, dann hier Milch, Kaffee, Milch. Und es schmeckt auch genauso lecker. Herr Carla, schmeckt's auch, der Kaffee? Und ja, also ich kann das euch nur empfehlen. Hm. Hier ist seine Gabel. Aber wo ist das Messer? Ich bin sowieso so richtiger Milchkaffeetrinker. Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig oder er war nicht allein. Also so ungewöhnlich ist das jetzt nur auch, oder nicht? Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Wieso ist Shakespeare? Warum sind das komische Bücher? Na nun, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Das sind doch keine merkwürdigen Bücher. Blutspuren. Der Mörder saß an diesem Tisch. Nach der Tat kam er zurück und setzte sich hin. Es klingt schon sehr makaber irgendwie, dass der dann... Garrett, hat jemand umgebracht. In dieser Kabine sind Blutspuren. Okay, schaue ich mir an. Er hat jemand umgebracht und setzt sich dann hin und dann, ach, naja, da esse ich noch ein bisschen was. Frank, überprüf alle Telefonate, die heute Abend hier rüberliefen. Geht in Ordnung, Carla. Tja, ist einerseits irgendwie schon lächerlich, dass man erst mit Lukas versucht, alle möglichen Spuren zu verwischen und jetzt als Detektive bzw. Polizisten muss man die alle wieder finden. Eine Blutlache. Hier wurde er umgebracht. Man arbeitet eigentlich gegen sich selber sozusagen. So, jetzt kann sie sich mal anschauen. Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe nur nicht, warum hier Blut ist. Vielleicht vom Opfer? Wohl kaum. Lass es von Garrett analysieren. Dann wissen wir mehr. Das ist ja auch... Naja. Unmöglich. Also daran hat Lukas natürlich nicht gedacht, sein Blut wegzumachen. Schon mal daran gedacht, Klempner zu werden, Carla? Schon mal daran gedacht, Komiker zu werden, Tyler? Nun, man hat mir schon oft gesagt, ich sei witzig. Ja, man muss doch alles durchsuchen, also bitte. Okay, gucken wir uns mal die Leiche an. Kein Zeichen von Kampf. Das Opfer ist wohl überrascht worden. Ja, ist es auch. Mehrere Wunden links in der Brust. In der Nähe des Herzen. Scheinen Messerwunden zu sein. Gut erkannt. Ich glaube, mit Carla kann man nicht mehr so allzu viel hier drinne machen. Also nehmen wir mal Tyler. Denkst du das Gleiche wie ich? Er starb nicht in der Kabine. Der Mörder hat die Leiche nur dort versteckt. Sowas kann man einfach rausfinden. Was wollte ich jetzt sagen? Egal. Komm, Tyler, geh erstmal pinkeln vor ihren Augen. Tyler? Was denn? Ist doch schließlich eine Toilette, oder? Nein, das ist ein Tatort. Okay, schon gut. Muss der ganze Kaffee gewesen sein, mit dem ich mich wach halte. Herrlich. Also dem hätte ich aber auch was erzählt. Oh, gleich minus 10. Naja, was soll's. Was machst du denn da bitte, Tyler?
Nach Hinweisen suchen, was sonst? Das war jetzt schön. Was machst du denn da? Ja, guck dich mal an, wie hübsch du bist. Ich glaube, hier am Waschbecken ist Blut. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Ja, und Tyler... Ja, vielleicht. Tyler kann sich jetzt noch nicht mal die Hände waschen, oder was? Ja, ist ja lecker. Ja, er soll sich jetzt auch erstmal die Leiche angucken. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Wie hast du das jetzt bitte sehen können? Was der in der Brieftasche hat? Also... Weißt du, ob die Familie Bescheid weiß? Glaub ich kaum. Ah, klar. Ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Wenn hier nicht eine Gang rumrennt und blutige Messer in Toiletten versteckt, glaube ich, ich habe die Mordwaffe. Super. Sag Garrett, er soll den Griff nach Abdrücken checken. Okay. Mal ganz ehrlich, wie dämlich ist denn eigentlich bitte Lukas, dass der das Messer bei, also beim Tatort versteckt? Also, mal ganz ehrlich. Ach so, er kann nur ziehen, okay. Ich glaube, viel mehr finden wir jetzt hier nicht. Okay, also gehen wir mal raus wieder. Oder er hätte zumindest ja das Messer reinigen können, abwischen können. Was sind da seine Fingerabdrücke alles drauf? Hallo? Ich bin's. Bist du wieder eingeschlafen? Tyler? Wie spät ist es? Verdammt. Wann kommst du zurück? Dauert nicht mehr lange. Schlaf ruhig wieder. Wenn du aufwachst, bin ich zurück. Bis nachher. Ist ja niedlich. Seine Freundin. Tyler, ich guck mal draußen. So, wir können hier noch mit dem alten Penner reden. Die Weinflasche. Guten Abend. Oh. Oh, die Zähne. Hallo, Püppchen. Was kann ich für dich tun? In diesem Restaurant ist ein Mord geschehen. Sie haben nicht vielleicht irgendwas oder irgendwen gesehen? Ob ich was gesehen habe? Ich sehe gar nichts. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. Ich heiße Carla Valenti. Und Sie? Wie heißen Sie? Wer? Ich? Ja, wie heiße ich noch gleich? Habe ich vergessen. Mich ruft eh niemand mehr so. Bogart. Meine Freunde nennen mich Bogart. Weil ich diesem Schauspielertypen anscheinend so ähnlich bin. Diese Lache immer. Okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Und seien Sie vorsichtig. Ich habe jemanden gesehen. Oder eher etwas. Niemand erinnert sich an ihn, aber ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, wie er aus der Hintertür kam. Ach, es war das Böse. Der Teufel in Person. Wie sah er aus? Können Sie ihn beschreiben? Hä, wen? Du trinkst so viel Süße, du redest ja Stuss. Völligen Stuss. Also diese Lache auch immer. Oh nee, also echt. Wir gehen gar nicht erst an die Tür, weil wir kommen eh nicht da wieder rein. Wir müssen außen rum gehen. Und das senkt dann nur Carlas Laune, wenn sie sieht, dass die Tür nicht aufgeht. Halt, da war doch ein Auge.
Blutspuren. Der Mörder ist verletzt. Wo war denn jetzt hier der Eingang, sag mal, irgendwie? Ach Gott, man, die Tür ist hier, ja. Das war aber jetzt ein blöder Blickwinkel. Jetzt hat es gerade geklingelt. Okay, ich mache aber erstmal jetzt hier Stopp, also bis später.